Wir sind hier am Nordeingang der Messe und in wenigen Minuten wird unser Bundesminister für Wirtschaft und Technologie, Philipp Rösler, hier eintreffen. Ihr seht natürlich alles bei QSO4U-TV. Wir werden dann mal die Kamera draufhalten. Es ist ein Messerundgang geplant. Das ist so üblich. Und wir schauen mal, was er zu der Technologie oder zu den Games zu sagen hat. Und es gab bereits eine Podiumsdiskussion, bei der er aber nicht beteiligt war. Und ja, wir schauen einfach mal rein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Abgeordnete des Deutschen Bundestages, verehrte Ehrengäste, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, hier mit dabei sein zu dürfen bei der gleich anschließenden Eröffnung der Gamescom und beim jetzt beginnenden Rundgang über die Messe. Es gibt alleine 30.000 Unternehmen, die sich im Bereich Programmierung, im Bereich Software in Deutschland unternehmerisch betätigen. 240.000 Beschäftigte und 30 Milliarden Euro Umsatz. Und einer der treibenden Kräfte dieser Branche, das ist die Computerspielindustrie. Der zunehmende Hunger, der Wunsch einfach nach Computerspielen, fordert geradezu Hardwarehersteller heraus. Auch die Infrastrukturfrage stellt sich immer wieder, gerade beim zunehmenden Online-Gaming. Und all das können wir alle sehen. Und ich bin wirklich beeindruckt von Ihrem Interesse und freue mich sehr, dann jetzt mal einen Überblick zu verschaffen, um dann auch gemeinsam zu überlegen, was können wir noch tun, um die Branche zu stärken. Denn sie ist nicht nur eine starke Branche an sich, mit eigenen Wachstumseffekten und eigenen Wirtschaftschancen, sondern vor allem kann sie auch mit dazu beitragen, den gesamten IT-Bereich und mit dem IT-Bereich unsere gesamte Wirtschaft voranzubringen, eben als treibende Kraft, als Motor. Und deswegen freue ich mich, hier auf der Leitmesse der Computerspielindustrie mit dabei zu sein. Ich freue mich jetzt sehr auf den Rundgang und auf die dann anschließende Eröffnung. Direkt vor dem Stand von Call of Duty Ghosts. Seht ihr schon im schönen Hintergrund. Genau, wir waren heute Morgen schon drin, haben halt so ein bisschen mal das Ganze miterlebt, haben auch versucht, ein bisschen was zu machen. Das Problem ist, wir durften nicht drin filmen. Einmal natürlich, weil das natürlich Activision auf keinen Fall will. Das Spiel kommt erst noch raus und außerdem auch wegen den YouTube-Richtlinien. Es hätte uns eh nichts gebracht, weil nur so Zuschauer über 18 hätten das Ganze schauen können und das wäre dann auch schade gewesen. Genau. Wie gesagt, direkt vor dem Stand hier und ich würde sagen, wir erzählen mal so ein bisschen, wie das heute Morgen so war. Ja, wir waren ja heute früh ziemlich die Ersten, die hier waren. Der Ansturm war natürlich nach der offiziellen Eröffnung der Gamescom für alle Besucher ziemlich hoch. Es war ziemlicher Personendruck von hinten da, ja. Aber Gott sei Dank waren wir drin. Wir waren drin mit und ja, so ziemlich unter den ersten 500. Für Pressebesucher gibt es allerdings kein Prestige Pack, oder wie das auch heißt, diese Platin Box. Gibt es leider nicht für uns. Finde ich etwas schade, deswegen waren wir eigentlich hier. Wir konnten aber mal das Spiel anzocken, beziehungsweise mussten das Spiel anzocken.
Und ja, man wurde ziemlich durchgetrieben von den Securities. Hier stand Ausweis vorzeigen. Da musste man nochmal extra einen Personalausweis vorzeigen, dass man auch wirklich schon 18 war. Ja, und dann wurde man da durchgetrieben. Man wurde immer so in, ja, je nachdem wie viele Plätze gerade eben frei waren, musste man da eben ja, reingehen. Und es wurden auch nie mehr Personen reingelassen, ja. Ja, wir waren da eben drin, haben das mal für die auf der Xbox angezockt, weil eben für PC überhaupt nichts frei war für uns. Und das Spiel an sich, wenn ich da mal was erzählen darf, ist an sich aufgebaut wie Call of Duty Black Ops 2. Vom Spieldesign her genauso, nur die Auflösung wurde verbessert. An sich lässt es sich genauso spielen wie Black Ops 2. Ein paar Neuerungen sind eben diese exklusiv auf der Gamescom erhältlichen Maps, die sich eben dynamisch generieren. Ja genau, also wie gesagt, kann ich hier nur hinzufügen das Ganze. Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass es gibt zwei, also einen neuen Modi, ist dieser Squad-Mode. Man kann eben dann auch einen Squad erstellen, also einen eigenen Spieler. Das heißt, man erstellt keinen Charakter, also einfach nur Name, sondern man erstellt einen eigenen Soldaten quasi. Und den kann man halt dann individuell anpassen. Da gibt es dann wieder so Freischalt-Tokens wie den anderen COD-Teilen und kann den halt individuell gestalten, wie man den halt will und baut sich damit sein eigenes Squad aus, glaube ich, 8 Leuten maximal auf. Und der Witz ist, man kann entweder offline in einem Squad-Mode damit spielen, das heißt, man selbst und die anderen Squads, Squad-Mitglieder, die man hat, sind dann KI, werden gesteuert, sind sehr intelligent geworden, also das ist sehr gut umgesetzt worden. Oder man spielt natürlich gegen andere Spieler, also man kann entweder auch mit das Freunde seinen Squad spielen, das ist eigentlich ziemlich cool. Und was auch noch ein ziemlich cooler neuer Game-Mode ist, ist einmal Cranked, das heißt, sobald man einen Abschuss erlangt, bekommt man für 30 Sekunden Speed und je mehr Abschuss du erlangst, desto schneller wirst du auch. Sobald der Timer abgelaufen ist, ja, explodiert man halt. Aber es ist auch noch eine ganz lustige und relativ schnelle Version von dem Game. Und ja, man muss generell sagen, das Spiel ist ziemlich schnell, die anderen COD-Teile eigentlich auch. Es ist einiges gemacht worden, also Grafik hat sich schon verbessert. Natürlich, es kommt nicht an die Battlefield-Serie von EA ran, aber das ist auch was ganz anderes einfach. Und die meisten spielen COD einfach wegen Gameplay. Es macht schon Spaß, die Grafik ist wirklich gut. Gameplay ist auch recht gut, aber wie gesagt, da ist ja immer diese Streitigkeit, da gehen wir jetzt auch nicht weiter darauf ein, weil das muss jeder für sich entscheiden. Aber prinzipiell eigentlich ein Spiel schon fun gemacht. Ich fand es halt schade, wir haben es auf der Xbox zocken können, das war halt ein bisschen blöd, weil ich bin jetzt kein Consolero und konnte deswegen nicht so wirklich reinfinden in das ganze Gameplay. Aber prinzipiell eigentlich ein gutes Game und wie gesagt, also in Zukunft wahrscheinlich noch weitere Videos drüber machen und einfach mal ein bisschen über das zeigen. Den ganzen Stand von Activision, der ist ja riesengroß, der nimmt einmal komplett so eine Hallenbreite ein und geht noch hinter. Und wie gesagt, ja, heute Morgen standen wir noch ewig an, also wir waren ja viel früher da als die anderen. Und es waren zwei Schlangen, die eine ging noch um die Ecke, es waren bestimmt so 100 Meter eine Schlange auf der einen Seite. Und wie dann die offiziellen Besucher kamen, wurde es dann echt eng, also da wurde dann geschoben und gedrückt und gedrängelt. Und die Security musste echt oft einschreiten. Aber wie gesagt, das haben wir dann doch ganz gut gehandelt. Und hallo hier direkt vor dem Stand mit Hol dir deinen Gamescom DocTech. Mit wem bin ich hier? Lyssa und Karina. Das ist meine Schwester. Okay. Was hast du jetzt hier gerade gemacht? Wir haben uns diese Marken gekauft, vorhin eben. Okay, was steht da drauf? Unser Gamername, meiner ist Erbrin und ihrer ist Dragonwolf und eben das Gamescom Tech, ne? Okay. Was hast du für den Spaß bezahlt? 15 Euro. Und war es dir wert? Ja, auf jeden Fall. Was spielst du hauptsächlich für Spiele? Woods of Magic. Okay. Und sie spielt eigentlich alles. Okay. Ja, genau. Nee, wie gesagt, bist du das erste Mal auf der Gamescom hier? Nee, das fünfte Mal, immer gewesen. Fünfte Mal und macht dir Spaß? Ja, am Anfang war es besser. Also das erste Jahr, zweite Jahr war geil und jetzt nimmt langsam ein bisschen ab, wobei sie jetzt im fünften Jahr echt wieder gut angehoben haben. Woher kommst du? Aus Unna, also Nordrhein-Westfalen, Nähe Dortmund. Das ist ja gar nicht so weit. Richtig, eine Stunde Fahrt, anderthalb. Okay. Übernachtet ihr auch hier oder bleibt ihr? Nee, wir fahren wieder nach Hause. Also sie ist alle Tage hier, ich bin nur einen Tag hier und sie hat eine Wohnung hier in Köln, das geht dann. Was habt ihr sonst noch hier so gemacht?
hauptsächlich Spiele geguckt, T-Shirts abgegriffen, ne? So ein Zeug. Ja. Was hat ihr alles so bekommen? Final Fantasy T-Shirt, Ventilator, Sticker. Ja. Ja, was halt so hier so rumfliegt, ne? Genau. Irgendwelche Besonderheiten, irgendwas, was dir besonders gut gefallen hat hier? Ich finde super, dass Square Enix wieder einen Riesenstand hat. Ich finde es gut, dass Nintendo wieder da ist. Und ja, einfach die Atmosphäre, ne? Es ist ein bisschen doof, dass jetzt sogar Donnerstag so mega voll ist, aber ansonsten cool. Na gut, vielen Dank nochmal fürs Interview und viel Spaß natürlich auf der Gamescom, ja, gell? Gleichfalls. Ciao. Jetzt hier direkt vor dem Stand von FIFA 14. Mit wem bin ich hier? Laurenz. Und wo kommst du her? Oberhausen. Gut, und du hast jetzt FIFA 14 gespielt. Wie ist es so? Das ist ganz cool. Ein bisschen schwieriger als vorher, aber macht Spaß. Welche Konsole oder welchem, was hast du gespielt? Xbox habe ich gezockt. Okay. Spielst du normal auch Xbox, oder? Ja, genau. Okay, und jetzt irgendwelche Unterschiede zum alten FIFA? Ja, noch schwer zu sagen nach dem ersten Mal spielen, ne? Aber auf jeden Fall ein bisschen schwierige Ballannahme. Noch schwerer und sonst ein bisschen langsamer auch geworden, finde ich wieder. Ja. Okay. Aber ist nicht schlimm, das ist ein bisschen realistischer auf jeden Fall. Würdest du es hier kaufen oder hast du es schon vorbestellt? Ich werde es mir auf jeden Fall kaufen, ja. Und wegen Dortmund, ne, ist klar. Bundesliga. Ja. 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 Hast du die anderen Teile auch schon alle gespielt? Ja, die davor habe ich auch alle gezockt und immer wieder geil, FIFA, auf jeden Fall. Irgendein Favoriten von denen oder ist es einfach so generell alle bisher gut gewesen? Die waren alle bisher ganz gut, aber FIFA 13 war bis jetzt der beste, fand ich auf jeden Fall, der letzte. Ist es jetzt eigentlich so das Genre, was du hauptsächlich spielst oder spielst du auch andere Spiele? Ne, ist schon eher FIFA, weil so mit so Ego-Shootern und so komme ich nicht zurecht und macht mir auch nicht so viel Spaß. Ich spiele auch selber Fußball, von daher passt mir FIFA schon sehr gut. Welcher Verein spielst du? TuS Buschhausen. Schöne Grüße übrigens, wenn ihr das seht. So, erster normalsterblicher Tag für die Messebesucher hier auf der Gamescom in Köln. Und ja, der Tag war anstrengend, aber auch aus journalistischer Sicht sag ich mal, sehr interessant für uns. Und hier, Daniel, was ist dein Statement heute zum heutigen Tag? Heutiger Tag, sehr geil, sehr voll. Ich bin durchnässt mit Schweiß, meine Füße tun mir weh wie Sau. Geiler Tag, leider für mich auch schon der letzte heute. Ich werde nämlich morgen wieder abreisen, morgen früh. Wie gesagt, saugeil und immer schön QSOFU TV schauen. Und ich würde sagen, und dann sehen wir uns einfach morgen wieder und schaltet einfach wieder ein. Und vielleicht sehen wir uns ja auf der Gamescom oder auf dem Video Day. Würde uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen.